Erst, wenn einer wie Michael von Horn von uns geht, hier bei uns in Kitzbühel, dann wird uns bewusst, dass die Sportstadt einmal mehr eine prägende Persönlichkeit verloren hat. Einen, der inspirierte, gestaltete, durchsetzte und maßgeblich daran beteiligt war, diese Sportstadt an der Streif zu einer weltweit wahrgenommenen Legende mitzugestalten. Ja, ganz nachlassen soll man nicht. Ich bin jetzt schon seit der ersten Streifattack dabei und die Leute schätzen das, wenn man ein bisschen Gaudi macht. Und es gibt einige Rennläufer, die gehen tatsächlich im Sommer über die Streif herunter, um sie dann für den Winter besser kennenzulernen. Das wollen die Zuschauer wissen. Wir wollen eine Probe hören. Wie ist das jetzt, wenn er kurz vor der Hausbergkante auftaucht? Ladies and gentlemen, he is just ahead of the Hausbergkante. Mir ist jetzt gleich noch einmal die Geschwindigkeit gemessen. Biegt den Sie mit Zielschuss ein, nimmt die Steckhürde der Apfel. Schuss herunter, 136,9 km/h. Ein weiter Sprung, noch einmal in die Ducke. Und es geht gleich durch 754 für zweiter Platz, 1,55. Sein Gesicht indizierte Energie und entschlossenes Handeln. Und wenn ein verschmitztes Lächeln darüber huschte, dann verriet das einen tiefgründigen Humor, versehen mit einem Hauch von Triumph und Zuversicht, das eine erreicht zu haben und das andere durchzusetzen, wenn es an der Zeit ist. Der Vorfahr Michael von Horns, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts das Berliner Börsenblatt gründete, wurde aufgrund seiner Verdienste durch den König von Preußen in den Adelstand erhoben. Und ihm, dem Nachfahren Michael von Horn, war es gegeben, sich um Kitzbühel verdient zu machen und damit auch für die Republik. Der Herrgott hat ihm bei allen Leiden doch noch einmal einen wunderbaren Winter geschenkt. Wer droben in den tief verschneiten Bergen in diesen Tagen der Trauer ganz konzentriert in die Stille hineinhorcht, der vermeint aus der Tiefe wie einen Hauch die Stimme des Hahnenkamms zu hören. Oder war es nur ein Wind und das leise Summen der Hahnenkammbahn? Belassen wir es dabei. Die Stimme, die jedes Hahnenkammrennen über alles erhob, ist für immer verstummt.